Und da sind wir auch wieder zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wir gehen jetzt in den Dekobaum rein, um ihn von dem Fluch zu lösen. Ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Im Dekobaum. Ach, diese Musik, ne, von früher. Wahnsinn. Ach, richtig schön. Ich gucke jetzt erstmal. Vielleicht finde ich ja das eine oder andere noch. Die Dekonuss. Okay, ich habe eine Dekonuss gefunden. Wirf die Dekonuss, sie wird zerplatzen und deinen Gegner betäuben. Oh, okay, gut. Huch. Okay, hier ist nichts. Doch ein kleines Herz. Okay, was ist denn jetzt los? Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Was für Pflanzen? Ach, da rechts. Ich will mich jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Und das ist ja auch eine Leiter. Erstmal die Leiter hoch. Und dann gucken wir, was hier noch passiert. Ist da drüben irgendwas? Ah. Nee, wenn ich das mache, dann versucht der Link da runter zu springen. Das will ich jetzt nicht gerade machen. Oh, da ist eine Kiste. Was ist denn das? Ganz viele Skortulas. Da komme ich aber jetzt nicht ran. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Und was haben wir? Wir haben die Labyrinthkarte. Okay, wir haben eine Labyrinthkarte. Ja, das weiß man ja. Okay, dann bleibt uns nur der Weg hier lang zu gehen. Und da ist auch ein Räumchen. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Alles klar, Navi. Oh, der Raum wurde verschlossen. Oh, Gegner. Na, hast du wohl gedacht? Mensch, komm her. Vergib mir, Herr. Lass du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue. Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Joystick nach vorne, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Okay, er hat uns ein Herz hinterlassen. Eine Plattform. Springen wir mal drauf. Oh. Gut, wir haben es geschafft. Und noch eine Kiste. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Und es ist... Oh, eine Schleuder. Eine Feenschleuder. Die müssen wir natürlich ausrüsten. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte Ziel mit bloß, um die Gurkerne abzuschießen. Wenn du es fortschießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay, die rüsten wir jetzt mal aus. Wo haben wir sie dann? In welche Richtung? Wo machen wir sie denn hin? Ich würde mal sagen, nach unten. Ah, da haben wir ja schon was. Und wir haben die Leiter nach unten befördert. So können wir aus diesem Graben, sage ich mal, hier raus. Wir haben die Schleuder, aber können wir... Nee, ich glaube, ich kann auch gar nicht hier runter. Also runterspringen, ich muss... Ja, stimmt, ich muss hier hoch. Da wollte ich doch gar nicht. So, Nummer 1. Was sind jetzt? Dekokerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Okay. Aber ich höre noch eine. Noch irgendwo eine? Ah, ja. Ich treffe dir von hier aus. Jawohl. Oh, die hat gleich drei Rubine verloren.
Sehr schön. Wenn wir nämlich jetzt hochgegangen wären, hätte uns die Skordula wahrscheinlich die Ranken runter katapultiert. Ich gehe mal rechts lang. Ja, so. Ah, da ist ja noch ein Raum, genau. Und hier müssen... die wird dann... Ah, okay. Okay, da kommen wir dann gleich zu. Wir gehen jetzt erstmal durch das Räumchen hier vorne. Und wieder wird die Tür hinter uns versperrt. Was ist denn hier los? Hier ist nix. Ah, da ist wieder so eine... Oh, es sind aber zwei Schatzkisten. Eine große, eine kleine. Kann man Feuer machen. Ah, Moment mal. Ich höre doch die ganze Zeit ein Feuer knistern. Genau. Aha! Ich würde mal sagen, wir holen erstmal die große. Pflanze. Ich bin gespannt, was da jetzt drin ist. Beziehungsweise, was jetzt noch zu finden sein soll. Ein Kompass. Naja, immerhin. Eine Pflanze. So. Machen wir erstmal die hier weg, sonst haut die uns wahrscheinlich runter. Und sie ist weg. Ich sehe da, dass nur noch. Ich sag mal einfach Piranha-Pflanze. Von Mario. Hahaha. Nee, Quatsch. Also sieht echt aus wie so eine Piranha-Pflanze von Mario. Können wir uns jetzt auch die kleine Kiste holen? Was ist drin? Mein Herz, ich dachte jetzt eher Rubine. Aber dafür haben wir eine... Was ist denn das? Eine goldene? Mhm. Du hast eine goldene Skortula zerstört. Du erhältst dafür eine Skortula, ein Skortula-Symbol. Das stimmt, mit denen kommt man irgendwas machen, aber später... Kommen wir aber jetzt nicht drauf. So, ringsherum ist jetzt auch nichts mehr. Okay, gut. Dann können wir eigentlich hier runter. Wenn uns diese Skotola mal durchlassen würde. Komm, mach. Ich hoffe, dass wir jetzt den Sprung schaffen, ohne dabei drauf zu gehen. Was? Ja, ist gut, Navi, beruhig dich. Schau doch, Link. Wenn du drückst, dann kannst du durch das Netz nach unten. Ja, okay. Ich habe jetzt aus Versehen geschlagen. Ach, Mist. Ich war jetzt ein bisschen irritiert von dem... Ich weiß gar nicht, was das war. Deko... Deko-Pflanze oder so. Weil, muss ich die jetzt nochmal zerstören? Echt? Weil die Pflanze ja vorhin gesagt hat, wenn du springst und du aufprallst... Blablabla, dann ist der Schaden nicht so groß. Da war ich jetzt ein bisschen... Hatte ich ja so ein bisschen im Kopf gehabt. Nicht schlimm, machen wir das Ganze noch einmal. Das Ganze jetzt noch einmal, aber diesmal ohne zu schlagen. Jawohl.
Geht doch. Lass mal gucken hier. Pflanzen, Nüsse. So, was kann ich denn hier eigentlich machen? Kann ich hier rüber? Ah, Tatsache. Hier sind aber ziemlich viele goldene Skortulas. Dann holen wir die erstmal. Du hast eine goldene Skortula. Da war doch hier noch eine. Also. Ja gut, dass die jetzt nicht runterfällt, da konnte ich mir auch denken. Muss mal hoch. Okay, da ist so ein... Ich wollte gerade sagen, da war doch eine Kiste. Ein Herzteil. Ach, ein Herzteil. Ein normales Herz. Okay. Da drüben ist eine Tür, aber die ist... Ah, Moment. Moment, Moment, Moment. Gut. Mal gucken. Noch so einer. Komm her. Mensch, bleib stehen. Ey, im Ernst jetzt? Der verarscht mich doch. Ich flipp gleich aus, ne? Der verarscht mich, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt noch einmal. Vergib mir, Herr. Ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnis preis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Merke dir. 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Was? 2, 3, 1? 2, 3, 1, okay. Ich merk's mir einfach mal. Was ist denn das? Achso, ein Äuglein. Könnte ich mir das schon denken. 2, 3, 1, okay. Bin ich mal gespannt. Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du gedrückt hältst. Wetten, du findest etwas Interessantes? Okay. Navi fordert mich dazu auf, irgendwas zu suchen. Ach so. Schalter. Bäh. Schnell, schnell, schnell. Okay. Ich hoffe, dass das von der Zeit her noch reicht. Schnell, mach hin. Ich wollte mich gerade ducken, aber... Wieder so eine Spinne. Komm, 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 komm. Wieder Nüsse. Und das Wasser ist jetzt auch hochgegangen. Haben es aber trotzdem geschafft. Stell dich vor den Steinblock und halte gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst des Blocks und dann A. Okay. Oh, achte auf das blaue Aktionssymbol. Ja, Navi ist ja gut. Konnte ich mir schon denken. Muss ich da jetzt draufbleiben? Okay. Da hoch. Gut. So, das haben wir dann auch geschafft. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ich sehe nur
Ich sehe Piranha-Platte. Ich würde mal sagen, ich muss die hier anzünden. Sonst ist in dem Raum nichts mehr. Doch, nee, eine Tür, von der wir kamen. Okay. Mensch! Komm, komm, komm. Okay, okay. So, was haben wir denn hier noch? Ein großer offener Raum. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ah, was ist denn das? Oh, was ist das? Die sehen aber nicht gerade kontaktfreundlich aus. Oh. Egal, ich mach das Netz hier weg. Ganz komische Dinge. Dinger. Platz, lass mich durch. Nee, Moment. Ich muss die besiegen. Ich will wissen, vielleicht... Mensch. Da wurde mir wieder was Herzflöten, ne? Nein! Oh. Ich bin ein bisschen leicht überfordert. Mensch. Nee, da ist ja noch ein Netz. Sehe ich gerade. Hä? Hab ihn doch getroffen. Oder muss ich warten, bis denen sein Auge rot ist? Komm. Entflamme dein Auge. Komm. Oder auch so. Kriege ich jetzt was dafür? Nee. Toll. Ein ganzer Aufwand für nichts. Okay. Nee, hier kann ich gar nichts machen. Der Dekobaum hat eine Menge Geheimnisse. Wenn die Musik immer kommt, ne, da werde ich immer ganz hippelig. Okay, hier sind zwei Sachen. Also die Block kann ich nach unten schieben und hier ist ein Netz in der Mitte, aber ich komme nicht an die Fackeln. Moment, Moment. Da kommt mir doch was. Na komm schon, Link. Da muss ja aber jetzt schnell sein. Ich würde mal sagen. Ja, genau. Nein! Huch! Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Was ist denn das? Was ist denn das jetzt hier? Ah, das ist, glaube ich, das, was der eine gesagt hat, die grüne Mitte. Stimmt, ich muss ja mal mein Schild rausholen. Zwei. Sind ja genau drei Stück. Komm, mach. Du noch. Ist das richtig gewesen? Ey, verarsch mich jetzt nicht wieder. Ich mag die irgendwie nicht. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergeb mir, Königin. Schande über mich. Okay. Klingt dann so, als wären wir jetzt in der Nähe. Oder wir sind quasi beim... Ah ja, man sieht es ja schon auf der Karte. Wir sind beim quasi Dungeon Boss. Kann man so sagen, ja. Dann bin ich mal gespannt. Thank you.
Was ist denn das? Okay, ich wollte gerade zielen. Aber das hat das gewisse Etwas schon vor mir gemacht. Gepanzerter Spinnparasit. Goma. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Und wie soll ich dich jetzt treffen? Ich denke mal, wenn dein Äuglein rot ist, so wie die, wie bei den kleinen Dingern. Öffne doch mal. Jetzt, jetzt, ja! Wo will der jetzt hin? Du sollst zu mir kommen und nicht abhauen. Aha! Komm her! Jawohl! Und wir haben ihn besiegt, den Spinnenparasit Goma. Und so wie es üblich ist, in jedem Legend of Zelda gibt es natürlich auch einen Herzcontainer. Ein Herzcontainer, die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Jawohl, jetzt haben wir schon vier, sonst ist hier nichts mehr. Na dann, auf geht's. Hab Dank, Link. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja, okay. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und erwartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Farfor, die Göttin des Mutes. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nairu? Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Farhor? Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden,
Triforce-Symbol kündigt noch heute von den Sitten, die sie besuchten. Städten. Seither ist das Triforce am Zeichen göttlicher Prophezeiung. Ein Zeichen der Götter. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der Böse in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben, verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch traure nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist das Landes letzte Hoffnung. Link, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dir dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war der Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Der Kukiri-Smaragd, der Dekobaum, hat diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Jetzt wollte ich gerade in seiner Stimme wieder reden. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Link, meine letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn. Du hast die Worte des Dekobaumes gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Link. Lebt wohl, weiser Dekobaum. Okay. Wir konnten nichts machen, aber wir haben unsere Weisheit bekommen. Und Dekobaum, was ist denn jetzt? Was wollen wir jetzt noch? Hey Link, was hast du getan? Der Dekobaum, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Okay, wir haben zwar nichts gemacht, aber in Ordnung. So Leute, wir haben den Dekobaum jetzt gemacht. Den Deko-Dungeon, Dekobaum. Und da würde ich mal sagen, beim nächsten Mal gehen wir zum Schloss zu Prinzessin Zelda. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.